Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zu Let's Play Prey. Wir haben gerade ein kleines Problem mit diesem Wissenschaftsoperator, der leider korrumpiert ist. Deswegen müssen wir den eben einmal verprügeln und schnell weg hier. Wo ist Sarah? Sie. Egal, ich kann sie eh nicht hören. Ich versuche auf ihr Transcribe zu wechseln. Leider haben wir jetzt kein Wort verstanden, aber wir kriegen einen neuen Anruf rein. Doch, mit Ihnen habe ich nicht gerechnet. Wie sind Sie hierher gekommen? Luftschleusen und Aufzüge sind dicht. Wie meine Lunge. Paraplexie. Sehe jetzt schon Punkte. Sie hatten recht. Selbst wenn ich die Spritzen aus meinem Büro hätte. Aber ich kann uns hier rausbringen. Starten Sie den Reaktor neu und umgehen Sie so die Sperre. Verrückt. Ich weiß, aber ich kann Sie anleiten. Ich würde ja selbst, aber... Kommen Sie einfach her, ja? So, Neustart. Da müssen wir, glaube ich, hier hinten hin. Da waren wir ja schon mal. Betritt den Reaktorkontrollraum im Kraftwerk. Wir müssen mal ganz kurz schauen. Ich muss nochmal... Letzte Aufnahme ist ein paar Tage her, deswegen... Datenzentrale, das Tracking-Armband aktivieren, hauen wir mal raus. Die Zündschlüssel, okay. Ja, okay, wir kümmern uns jetzt nur um die Hauptquest. So. Oh, shit. Was war das denn? Oh, mein Gott. Ah, da hinten ist der Boden leider immer noch elektrifiziert. Sonst hätte ich gesagt, würde ich mir mal eben das Geschütz wiederholen. Wartet mal, was macht denn unser Inventar? Haben wir noch was? Fehlt uns noch was? Psy-Hypos haben wir noch genug. Munition. Wir schauen mal eben nach der Munition. Ja, ich denke, das reicht fürs Erste. Goodie, goodie. Ja, dann. Wir müssen ja leider... ein bisschen vorpreschen. So, schauen wir mal, wo Hoibu das Schlossgespenst ist, was wir da hinten gerade gesehen hatten. Natürlich ist es auf ominöse Weise verschwunden. Super. Egal. Wir gehen weiter in den Reaktorkontrollraum. Hallo? Ja. Ist... Was ist das denn bitte? Scan abgeschlossen. Korrumpiertes Gerät. Vernichte den Technopathen, der den Eingang zum Kraftwerk stellt. Okay, gut. Also nicht gut, aber ne, ist jetzt halt so. Wo ist der Lümmel denn nun hin? Ist er da in den Nebenraum geflüchtet? Ich würde es fast vermuten. Ja, da ist er ja, der Lümmel. Moment. Ja, wir kriegen die Tür jetzt nicht auf. Toll. Was machen wir denn da? Muss der uns jetzt etwas sehen? Hallo? Forschung abgeschlossen. Ja, so, jetzt haben wir den durchgeforscht. Das ist natürlich toll. Allerdings weiß ich gerade nicht, wie wir da in die Tür reinkommen sollen. Hat jemand einen Vorschlag? Sollen wir ihn uns mal sehen lassen? Bringt's nicht wirklich. Kommen wir von da oben irgendwie rein? Nee, ne? Ja, toll. Wie kommen wir da jetzt rein? Gute Frage. Können wir das hier irgendwie kaputt schießen? Nee, das bringt auch nichts. Super. Haben wir hier noch irgendeine Möglichkeit? Ich befürchte nicht. Da hinten waren nur die Rettungskapseln. Ich befürchte, wir müssen es nochmal von oben versuchen, weil ich weiß sonst echt nicht, wie wir an den rankommen sollen. Die Hebelkraft haben wir. Haben wir noch Neuromods über? Nein, natürlich nicht. Und, ja gut, für Hebelkraft 3 bräuchten wir sowieso erstmal einige Neuromods. Das würde so oder so nicht reichen. Ja, das ist nur die Atmosphärenkontrolle. Da kommen wir auch nicht runter. Ach, Leute, was machen wir denn nun? Die Lösung muss da bestimmt hier unten sein. Ich meine, weil oben die obere Ebene ist einfach viel zu hoch. Müssen wir hier irgendwie überall hochklettern oder so? Nee, das bringt auch nichts.
Ah. Falls jemand eine Idee hat, möge er jetzt sprechen oder für immer schweigen. Und da das kein Twitch, keine Twitch-Aufnahme ist, also keine Live-Aufnahme, wird das, glaube ich, schwierig. Moment, Moment, Moment. Mal kurz überlegen. Können wir hier... Warte mal. Wir bauen uns eine Treppe. Versuchen wir es doch mal so. So. Jetzt sind wir schon mal hier oben. Moment, wir brauchen mal Licht. Okay, jetzt sind wir hier. Das ist ja soweit so gut. Die Frage ist, wird es uns was bringen, wenn wir dann da oben sind? Ah, wir müssen versuchen, ne? Ah, guck mal einer an, so. Okay, dass ich immer erst so spät auf diese Idee komme, hier mal irgendwo hochzuklettern. Aber egal, es war jetzt nicht so furchtbar spät, ne? Ein paar Minuten, dann hat es bei mir auch irgendwann mal Klick gemacht. So, dann zack. So, haben wir noch irgendwelche Gegner, bevor ich mich jetzt hier gegen den in den Kampf begebe? Anruf. Das klingt jetzt vielleicht seltsam, aber ich bewundere Ihre Taten. Sie hätten Chief Ellison und ihren Leuten im Frachtraum nicht helfen müssen. Besonders, wenn man bedenkt, dass Sie die Station zerstören wollen. Sie haben Ihnen Hoffnung gegeben, wenn auch nur kurzfristig. Ja, danke für die netten Worte, January, aber es interessiert mich gerade herzlichst wenig. Bäm, ins Gesicht! Und nochmal ins Gesicht und das war's. Mittlerweile könnte man... Ah, wer bist du denn? Geh weg. Ich wollte gerade sagen, mittlerweile könnte man glatt denken, ich hätte so den Dreh... Ah, du bist ja immer noch da. So, jetzt kann ich aber mein Eigenlob endlich sagen. Mittlerweile könnte man glatt denken, ich hätte so ein bisschen den Dreh raus. Die Illusion ist nahezu perfekt. Moment, ich höre hier was. Darum würde ich sagen... Repariere ich das erstmal. Ist da unten noch eine Etage? Nee. Und ich stelle das jetzt einfach mal hier hin. So, jetzt können wir uns in aller Ruhe umsehen. Wir haben ja ein Geschütz, was uns abdeckt. Ein Recycler, aber der hat keinen Strom. Okay, ich glaube, wir müssen dann doch da hinten der Gerät reparieren. Aber, apropos der Gerät, wir reparieren ja eben unseren Anzug. Moment, ich habe ja noch zwei unbenutzte Waffen-Upgrades. Was stimmt denn nicht mit mir? Was kann ich denn? Ich kann, glaube ich, aktuell nur das upgraden. Nee, das... Ich glaube, ich habe alles upgegradet, oder? Es scheint wohl so. Na gut, dann muss ich vielleicht doch irgendwann mal... ein paar weitere Skills freischalten. Ich habe ja noch den EMP-Schild. Vor allem hat die Auswirkung von EMP-Schilden auf Anzug und Waffe. Ja, guck mal einer an. Toll, von den Psycho-Scope-Chipsätzen habe ich 1000 Stück, kann aber nur 4 verwenden. Und von den Anzug-Chipsätzen kann ich alle verwenden, aber habe nur 4. Super! Gut, dann reparieren wir mal der Gerät. Ich bräuchte echt mal mehr Ersatzteile, glaube ich. So, bitte lass uns jetzt hier hinten Strom haben. Immer noch nicht, was soll das denn? Ach, da unten ist der Lümmel. Haben wir hier noch irgendwas von Interesse liegen? Es sieht nicht so aus. Gut, dann packe ich mein... Ich packe meinen Koffer und nehme mit mein Geschütz. Ich muss echt mal gucken, dass ich mehr Ersatzteile kriege. Das heißt, ich sollte mal zeitnah diese Ausschlachtfähigkeit freischalten.
dass ich dann von den korrumpierten, wie heißen die Viecher? Wisst schon, die Roboter, die einen heilen und so. Ich komme gar nicht auf den Namen, aber ihr wisst, was ich meine. Ach, der Fahrstuhl ist auch aus. Na, ganz toll. Wie kriegen wir denn dann den Strom bitte wieder ein? Ach ja, wir müssen in den Reaktorkontrollraum. Ich bin so ein Esel. Gut, okay, dann würde ich sagen, lasse ich das Geschütz doch erstmal hier. Ach, da habe ich noch wen übersehen. Psi, VST. Gucken wir doch mal, was das ist. Schleichangriffe stellen eine geringe Menge Psi wieder her. Das ist relativ nett, aber sollen wir mal schauen. Zulassung für experimentelle Arbeit. Der für die Genehmigung dieses Antrags zuständige Vorgesetzte bescheinigt, dass alle Sicherheitsfaktoren vorschriftsmäßig beachtet wurden. Beantragte Abteilung Psychotronik, Antrag gestellt von Dr. Tobias Frost. Arbeitsbereich Wasseraufbereitungsanlage Lebenserhaltung. Installation vom psychoaktiven Partikelinjektor, nachfolgend PPI. Ich beantrage die Implementierung des PPI in der Wasserversorgung der Station. Im Wesentlichen wird der PPI die Zusammensetzung des Trinkwassers in regelmäßigen Intervallen um 1 zu 1 Million mit exotischen Partikeln anreichern. Die Aufnahme dieses Wassers sollte positive Auswirkungen auf das psychoaktive Potenzial nach sich ziehen. Genehmigt von Dr. Hans Kelstrup. Unterschrift eines Direktors erforderlich? Nein. Gut, so, was haben wir hier? Wasseraufbereitung. Dann schalten wir mal die Energieversorgung ein. Und siehe da! Hätten wir mal auf den Schalter gedrückt, hätten wir uns die Ersatzteile gespart, die wir da hinten jetzt sinnlos verballert haben. Aber erstmal recyceln! So. Zack. Her mit dem frischen Material. Sehr schön. Sehr viel mineralisches, synthetisches und exotisches Material. Komm, dich machen wir mal eben so platt. Geht doch. Und mein Geschütz musste noch nicht mal irgendwas tun. Die faule Sau. Ja, und was haben wir hier unten jetzt? Aalreste. Das ist ja schön. Und eine Notiz. Was steht denn da? Küchenchef Mitchell erwartet diese Dinger rechtzeitig, sonst wirft er das ganze Wochenmenü durcheinander. Die Hälfte ganz, die andere geschlachtet für Sülze. Wochenplan Dienstag 8, Donnerstag 16, Sonntag 0 Uhr. Freitag Beckenreinigung, keine Lieferung. Dienstag 10 Uhr, Donnerstag 18 Uhr, Sonntag 2 Uhr. Dann nehmen wir die ganzen Aalreste mit. Können wir alle schön verwursten gleich im Recycler. Ich höre doch hier noch ein Viech. Wo ist das denn? Naja, egal. Ach, Moment, ein Panel. Gesperrt, wollen uns die Zugang von Price Broadway an. Aha. Könnten wir Aale entnehmen. Leider haben wir keinen Zugang. Aber vielleicht kriegen wir den ja nochmal. Schauen. Moment. Oben war doch noch ein Weg. Ne, also da die Treppe hoch. Ja, da sind diverse Wege. Dann schauen wir uns da doch einmal um. Und ich muss mal ganz kurz bei den Zielen schauen. Weil wir sind doch sowieso in der Lebenserhaltung. Dann können wir auch... Ja, Wasseraufbereitungsanlage sind wir doch schon drin. Muss das jetzt hier installiert werden? Nö, oder? Egal, wir finden es schon. Okay, aus irgendeinem Grund wollte er uns da hinten hinschicken. Naja, wir schauen gleich einfach mal. Vielleicht ist es auch da hinten in der Lebenserhaltung. Man weiß es nicht. Oh ja, das klingt, als würde da hinter Tor Nummer 1 ein Lümmel auf uns warten. Autsch. Das hat's ja jetzt vollgebracht. So, nicht mit Commander-Schätzelein.
Schatzsuche! Untersuche, was Horden Beffels Karte? Eine Notiz. Danke, Wodka. So, das könnten wir locker hacken. So, und C. Ach, guck mal, da hatten wir ja noch massig Zeit. So, Programme, was haben wir? Aalbeckensteuerung, entsperren. Na, das machen wir doch gerne. Ich muss gleich ganz viele Aale holen und wir schauen mal in die E-Mails. Ich mache mir Gedanken von Emily Carter an Price Broadway. Price, ich stand immer hinter dir, aber jetzt gehst du zu weit. Du musst dich zusammenreißen. Es fällt den Leuten schon auf, Price. Leuten, die höher in der Nahrungskette stehen. Hör auf, Dr. Cole aus dem Weg zu gehen und sprich einfach mit ihm. Ich glaube fest daran, dass du das schaffen kannst. Lass mich dir helfen. M. Alkohol im Dienst. Von Matthias Cole an Price Broadway. Hallo Price, ich habe erfahren, dass Sie eine Gefahr für sich selbst und andere darstellen. Ich kann den Ernst der Lage gar nicht genug betonen, wenn Sie Ihren Dienst auf dieser Station unter Einfluss von Alkohol ausführen. Ich habe Ihnen ein Rezept ausgestellt. Nehmen Sie die Medikamente, verzichten Sie auf Alkohol und bleiben Sie im Besatzungsquartier, bis wir uns treffen können. Sie sind vorläufig vom Dienst suspendiert mit Chief Ilyushins Zustimmung. Tja, saufen auf Arbeit, nix gut. Aber Wasser trinken geht. Na, Wasser ist gut. Oh, Ersatzteile, sehr schön. Da brauchen wir ohne Ende von. Ätherschild, da muss ich doch mal nachschauen. Das ist ein sehr gutes Stichwort. Lass uns damit drüber reden, das interessiert mich. Resistenz gegen Ätherschaden, den nehme ich doch sehr gerne. Eine weitere E-Mail von Luther Glass an Abigail Foy. Hallo Abby, ich bitte achte darauf, dass dein Team extrem sorgfältig mit der Fangmaschine umgeht. Wir haben letztens eine leere Flasche Old Sada Bourbon in einer Ladung Aale entdeckt und ich nehme an, dass sie von jemandem aus unserer Abteilung ins Becken geworfen wurde. Niemand will in seiner Unagi-Rolle auf Glas beißen oder auf irgendwas anderes. Ja, das stimmt. So, war hier hinten noch was? Nö, ne? Gut. Noch einmal nachladen. Man sollte ja immer mit... Ein korrumpierter Technik-Operator. Das war das Wort, was mir gerade nicht einfiel. Entschuldigt bitte. Und schon wieder steht hier Schnaps und eine Rohrzange. Und die große Quizfrage, wie kommen wir durch diese Türen? Ich habe gerade so eine Theorie. Wartet mal, ich muss mal bei den Talenten schauen. Verwandeln. Regeneration. Äther-Essenz. Alter, dass er sicher ist jetzt? Toll. Rückstoß, Psychoschock. Ich guck mal, ob irgendwie sowas wie Teleportation oder so. Aber es sieht tatsächlich nicht so aus. Ich schau einfach mal ganz kurz. Gib mir eine Sekunde bitte. Thermalbombe. Nee, das sieht tatsächlich nicht so aus, als hätten wir so eine Fähigkeit. Weil irgendwie muss man doch durch diese Dinger kommen. Reparatur und Wartungsprotokolle. Vielleicht aber auch einfach nur über einen anderen Weg. Zum Beispiel da hinten durch diese Tür. Nur die Quizfrage, wie kommen wir da hin? Naja, wir schauen einfach mal. Erstmal würde ich sagen, gehen wir zum Aalbecken, um uns ein paar köstliche Aale einzuverleiben. Wobei... Kommen doch bestimmt irgendwie darüber, oder? Ist hier etwa wieder ein Gegner? Anscheinend nicht. Zumindest sehe ich gerade keinen. Na, wir gehen erst runter zum Aalbecken und dann würde ich sagen, holen wir uns, gehen wir nochmal an den Recycler. So. Dann entnehmen wir mal die Aale. Alle ausgewählten Aale werden jetzt entnommen. Ah, wer bist du denn? Geh weg! Geh weg! Alter! Das war so klar, dass da jetzt irgendwas drin lauert. Price Broadway, da bist du ja, du kleiner Säufer. Notiz. Ausgedruckt aus Speicher Talos, Wasseraufbereitung. Price Broadway. Von Abigail Foy an Price Broadway. Aalbecken-Vorgehensweise. Price, Aale sind sehr gute Abfallverwerter, aber manches können nicht mal sie fressen.
Daher müssen wir jeden Monat das Becken säubern. Lassen Sie erst das Fangprogramm laufen, um alle ausgewachsenen Aale herauszuholen. Das Programm finden Sie am Beckenterminal. Wenn das erledigt ist, können Sie ins Becken. Ich werde Ihnen empfehlen, das Abwasserventil zu schließen, wenn Sie nicht gerade in der Toilettenspülung Ihrer Kollegen duschen wollen. Und passen Sie bitte auf, wo Sie hintreten. Aale sind quasi blind, aber sie haben fiese Zähne. Und in dem Wasser wollen sie wirklich keine Wunde kriegen, glauben Sie mir. Kann ich die Aale auch plündern? Nee, aber die leuchten schön. Na gut. Dann gehen wir nochmal zum Recycler. Recycle nochmal eine Runde und dann geht's wieder zurück Richtung Wasseraufbereitungsanlage. Obwohl der eigentlich hier ist, aber ihr wisst schon, dahin, wo uns die Sidequest führt. Weil wenn wir jetzt schon mal in der Nähe sind, dann nehmen wir das natürlich auch mit. Ach komm, wir recyceln den ganzen Schnappes und so auch mal. So, da kommt doch einiges bei rum. So. Dann auf hier zurück. Er schickt uns doch wieder hier hin. Was soll denn das? Wasseraufbereitungsanlage. Ja, schön. Ich muss das der Gerät hier irgendwo installieren. Moment, ich hab doch hier hinten was repariert. Muss ich das hier irgendwie installieren? Nö, anscheinend nicht. Ich befürchte, ich muss tatsächlich da oben hin. Nur habe ich keinen Plan, wie ich das machen soll. Na gut, dann machen wir es auf die althergebrachte Weise. Zack. So, mein Zack. So. So, schnell weg von dem, bevor der Bumm macht. So, seht ihr, es gibt doch einen Weg, wie man hier hinkommt. Johnny Brongen. Tja, war's wohl mit dir, mein Lieber? Oh, ein Medikit, sehr schön, Medikit, wey. Organisches Material. Oh, köstlich. Das nehme ich doch gerne mit. Und zwei Neuromods, sehr geil. Da speichert das Spiel vor Freude sogar. Und wir haben der Gerät platziert. Ich bin gespannt, was das bringt. Vielleicht, wenn wir an so einem Trinkbrunnen sind, kriegen wir jetzt vielleicht noch irgendwie Psy-Kraft wiederhergestellt oder so. Das ist so meine Vermutung, die ich gerade habe. Vielleicht bringt es auch einfach gar nichts. Man weiß es nicht. Fakt ist, wir finden es noch raus, wenn wir, glaube ich, mal wieder an einen Trinkbrunnen gehen. Schauen wir doch mal. Ich weiß gerade nicht genau, wo der nächste ist, aber irgendwo werden wir hoffentlich mal bald auf einen treffen. Ich weiß, ich habe gerade einen gesehen, aber fragt mich nicht mehr wo. Das habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Mag jetzt... Obwohl... Ah, Moment, ich weiß gerade wieder wo. Und ich will das jetzt eben nur rausfinden, damit ich weiß, ob meine Theorie soweit stimmt. Das war nämlich mal nicht da oben. Stimmt, da habe ich doch noch den Spruch gebracht, Alkohol an Arbeit nicht, aber dafür Wasser und einen Schluck Wasser getrunken. Wir schauen mal, was das jetzt für einen Effekt hat. Also vorher haben wir ja nur einfach einen einzigen Lebenspunkt wiederbekommen, wenn wir Wasser getrunken haben. Jetzt schauen wir mal, ob wir mehr wieder kriegen. Wow, 70 Psi, Alter, ist das gut? Korrektur 50, aber wir sind jetzt auf 70 Psi gekommen. Alter, mega geil, Leute. Da kriege ich doch mal ein bisschen mehr. Und wir haben volle Psi-Kraft und wir haben hier noch was vergessen. Dann nochmal auf zum Recycler. Also so macht es doch viel mehr Spaß, direkt ein bisschen an einem Wasserhahn zu nuckeln, ihr Lieben. So. Dann auf geht's Richtung Kraftwerk. Aber ihr Lieben, bevor wir da reingehen, würde ich sagen, mache ich jetzt meinen Cut. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei, wenn es heißt, wir drehen den Saft wieder auf. Also bis dann, ihr Lieben. Tschüssikowski.